Das ist der Triton Flash. Das ist ein portabler Studioblitz von Photoflex inklusive Neiger und Akku-Pack. Und den gucken wir uns mal jetzt so ein bisschen im Detail an. Die beiden Hauptkomponenten sind also einmal logischerweise der Blitz und das Akku-Pack bzw. Akku-Pack und die technischen Daten, die entnehmen Sie am besten hier der Seite, auf der Sie gerade sind, auf der Produktseite. Die möchte ich jetzt auch nicht einfach hier runterrasseln. Ich zeige Ihnen einfach jetzt nochmal, wie diese beiden Komponenten miteinander hier arbeiten und was alles noch so mit dazugehört. Die Steuereinheit des Blitzes, damit fangen wir am besten direkt mal an, hinten auf der Rückseite, wie man sehen kann, hier oben mit einem kleinen Display. Die Steuerung, ich mache mal hier den Blitz aktiv, indem ich jetzt mal hier den Akku einschalte, erfolgt also hier, indem man den Regler betätigt und um die Menüfunktion auszuwählen, drückt man diesen Knopf einfach rein und kann dann innerhalb dieses Menüs dann halt eben nochmal navigieren und natürlich logischerweise den Blitz dann auch auslösen. Wir haben auch ein Einstelllicht an Bord, was wir also auch hier aktivieren können, was nach einer gewissen Zeit, nach 10 Sekunden dann automatisch erlischt. Und wir können natürlich hier diesen Blitz auch als Slave laufen lassen, ist überhaupt kein Problem. Und wir haben natürlich auch eine Testtaste, ist alles an Bord, wie es halt eben auch sein muss. Akustische Signale, wie Sie hier gerade hören, das geht natürlich auch. Der Blitz wird also hier mit dem mitgelieferten Kabel dann über dieses Akku-Pack gespeist. Das können wir uns auch mal kurz anschauen, den Akku. Der ist hier so in einer Tasche eingearbeitet und er hat auch hier an der Tasche eine Öffnung, wo man dann den Akku hier mit dem mitgelieferten Ladegerät natürlich logischerweise aufladen kann, ohne dass man jetzt diesen Blitz einfach aus der Tasche rausnimmt. Das heißt, man steckt dann hier einfach den Anschluss rein, dann kommt das andere Ende logischerweise dann an die Steckdose und dann kann man den halt eben dann auch direkt aufladen. Ganz gut gelöst, wie ich finde. Auf der Rückseite von diesem Etui haben wir dann hier noch so eine Schlaufe, sehr eng anliegend, aber das ermöglicht halt eben dann auch die Möglichkeit, dass man halt eben mit einem ganz normalen Gürtel das Akku-Pack bzw. den Akku dann einfach hier so an der Hüfte mit sich rumtragen kann oder aber auch halt eben einfach dann hier mit diesem Tragegurt, der mit dabei ist, den man auch wieder abmachen kann, weil den braucht man eigentlich nicht, wenn man das ganze Gerät dann am Körper trägt. Aber wie gesagt, das haben wir auch noch, können sich dann praktisch noch um den Hals hängen, wenn Sie so wollen. Oder halt eben auch on location, darum geht es ja im Prinzip auch, dass Sie halt eben auch dann hingehen können und sagen können, okay, ich hänge mir das Ding jetzt einfach mal irgendwo an ein Stativ oder halt eben unten drunter, fällt mir gerade ein, ob ein Stativ halt eben auch dann, wo das Blitzgerät dann auch befestigt ist und dann können Sie das einfach an dem Haken unten befestigen, wo normalerweise ja dann eigentlich eine Beschwerung rein sollte, wie zum Beispiel an Sandsack oder dergleichen. Zum Lieferumfang gehört außerdem natürlich auch noch hier ein Neiger, der sieht so aus. Der Blitz hat hier die Vorrichtung mit so einer Schiene, die passt natürlich genau hier rein und dann kann man das Ganze halt eben auch dann hier über einen Spigottanschluss einfach auf einem Stativ dann befestigen und mit dem Griff löst man dann hier einfach die Arretierung und kann dann diesen Neiger halt eben auch neigen. Der Blitz ist natürlich dann hier oben drin, wird hier mit der Schraube an der Seite dann einfach halt eben festgedreht und dann kann man das Ganze auch halt eben dann so als Neiger benutzen. Auch die Verbindung von Schirmen, Reflektoren und so weiter. Alles kein Ding, ne? Kann man hier oben einfach den Stab durchstecken, da ist also hier auch dann eine Vorrichtung vor und dann kann man hier noch einen Reflexschirm dann zum Beispiel vorschalten. Wenn das Ganze nicht mehr in Betrieb ist, kann man mit der Schraube hier einfach hier vorne einfach alles entfernen und dann haben wir hier noch eine Schutzkappe und das ist die Schutzkappe, die halt eben dann für den Transport gedacht ist, die man einfach hier drauf macht, damit auch der Blitzbildung vorne nichts passiert. Sie sehen also hier, dieses System hat man wirklich alles gedacht. Das Verbindungskabel zur Kamera ist natürlich auch da für den Blitzkontakt. Das macht natürlich dann für mich jetzt nur Sinn, wenn man zum Beispiel halt das Ganze auch über Funk auslösen kann. Das heißt, Sie machen einfach hier dann mit den Senderempfänger unten dran und können halt eben dann wirklich richtig definitiv entfesselt blitzen. Also der Blitz irgendwo in der Ecke und die Kamera halt eben bei Ihnen vor sich auf dem Stativ. So, das war hier die schnelle Kurzvorstellung vom Photoflex Triton Flash, dem portablen Studioblitz inklusive Neiger, dem Akku-Pack und allen Kabeln, alles das, was Sie so brauchen. Und die technischen Daten, die können Sie auch sehen lassen. Wie gesagt, die lesen Sie am besten mal hier bei den Kollegen nach auf der Produktseite, wo Sie gerade sind, die also diesen Text auch geschrieben haben. Lohnt sich, ganz tolles Ding.